Das Verfassungsgericht hat entschieden. Das ist ein Sieg der Demokratie. Die Tricksereien, die politischen Tricksereien von CDU und FDP wurden beendet. Es ist festgestellt worden, dass der Kommunalwahltermin nicht mit dem Europawahltermin zusammengelegt werden kann. Das ist auch gut so. Denn wenn wir das tun würden, dann wären die Neuen schon gewählt und die Alten wären noch 4,5 Monate im Amt gewesen. Das zeigt deutlich, es ging hier um Politik und es ging nicht um vernünftige, um demokratische Entscheidungen. Es ist ein Sieg der Demokratie, dass das Verfassungsgericht das genauso auch begründet hat. Es ist eine schallende Ohrfeige für den Ministerpräsidenten und insbesondere seinen Innen- und Verfassungsminister Wolf. Das ist inzwischen die 6. Niederlage vor dem Verfassungsgericht, die 4. des Verfassungsministers. Das zeigt deutlich, dass hier dringend Abhilfe geschaffen werden muss. Dieser Minister muss zurücktreten. Er hat wiederum vor dem Verfassungsgericht eine große Niederlage erlitten. Aber eins ist jetzt entscheidend, nämlich wann findet denn jetzt die Wahl statt? Ich warne den Ministerpräsidenten ausdrücklich davor, jetzt wieder zu tricksen und den Wahltermin abseits der Bundestagswahl zu legen, davor oder danach. Das kostet 42 Millionen Euro mehr. Und damit würde auch die gesamte Argumentation der CDU konterkariert, die ja bisher immer gesagt haben, wir wollen die Kommunalwahl mit einer wichtigen Wahl zusammenlegen. Die Bundestagswahl liegt nahe, die Bundestagswahl ist gut und dafür werden wir weiter in diesem Land kämpfen.